Yo yeah und willkommen zu Lord of the Rings Heroes of Middle-earth. Das Game gibt es jetzt schon zum Antesten. Es ist also noch keine offizielle Beta oder Alpha. Man muss praktisch durch so eine kleine Hintertür das Game halt runterladen und ich werde es euch jetzt einmal zeigen, wie das funktioniert. Und man kann es aktuell nur über Bluestacks spielen. Es gibt aber noch keinen offiziellen Link zu einem Bluestacks-Download. Daher müssen wir das halt, wie gesagt, so ein bisschen komplizierter machen, aber es wird einfach funktionieren. Einfach der Anleitung folgen und let's go! Zuerst müsst ihr Bluestacks downloaden. Dazu werde ich euch einen Link oben in der Beschreibung hinzufügen, wo ihr nicht auf diese Seite kommt, die ist jetzt ein bisschen von mir umstrukturiert worden, sondern zu Rise to War. Und hier oben seht ihr den Button Download Bluestacks. Da klickt ihr einmal drauf und dann lädt der Bluestacks runter. Und damit ladet ihr Bluestacks 5 herunter. Das Ganze habe ich natürlich schon heruntergeladen und dann müssen wir das nur installieren und den Multi-Instanzen-Manager öffnen, welcher automatisch mit installiert wird. So, ganz wichtig ist, dass wir Heroes of Middle-earth nur über eine 64-Bit-Version starten können. Dazu müssen wir hier eine neue Instanz erstellen und wählen Pi 64-Bit Beta aus. Ihr könnt auch Nougat 64-Bit auswählen, aber die funktioniert noch etwas besser. Und hier, ja, könnt ihr praktisch selber auswählen, was ihr nehmt. Umso mehr ihr dem gibt, desto besser läuft die Performance. Ich würde sagen, wir bleiben hier, weil ich das überall habe. Kann man aber noch im Nachhinein, meine ich, ändern. Und dann würde ich sagen, let's go. So, und damit können wir die Instanz auch schon starten. Ich kann euch übrigens immer empfehlen, Mobile Games über Bluestacks auf eurem PC zu zocken. Das habe ich zum Beispiel mit Galaxy of Heroes gemacht, mit Rise to War und mehreren anderen Games. Aber das waren jetzt meine prominentesten, die ich auch ziemlich viel auf YouTube gezeigt habe. Also checkt da gerne mal die Playlist aus. Und dann kommen wir mal zum nächsten Schritt. Den machen wir mal gleich zu Beginn. Wir gehen einmal auf die Einstellungen und dann auf Gerät und ändern das Ganze auf einen schönen Samsung Galaxy S21 Ultra. Speichern die Änderungen und gehen dann in den Play Store. Dort müsst ihr euch erst einmal anmelden. Und als erstes downloaden wir die Split APK Installer. Split APK Installer, auch SAI abgekürzt. Und gehen währenddessen in Google Chrome und downloaden folgende Dateien, die es auf dem offiziellen Discord-Server von Lord of the Rings Heroes of Middle-earth gibt. Die Links sind auch in der Beschreibung hier. Das sind 2 APK-Dateien. Einfach in den Browser. Keine Ahnung, wie das gerade heißt. Egal, ihr wisst, was ich meine. Einfach in diese Adressleiste hinzufügen. Dann werden sie heruntergeladen. Sind 50 und 34 Megabyte groß. Und ja. Dann haben wir auch schon den SAI-Launcher hier heruntergeladen, müssen den gleich öffnen. Ich würde kurz warten, bis die anderen beiden vollständig runtergeladen sind. Und dann let's go! SAI! Und da gehen wir auf APKs installieren, gehen auf interne Dateiauswahl, gehen natürlich auf Zulassen, dann auf Download. Und wollen beide gleichzeitig auswählen. Einmal diese Checkboxes hier anklicken. Bei beiden natürlich auswählen und installieren. So, kein Umgang, blablabla, Einstellungen. Dieser Quelle vertrauen wir natürlich. Müsst ihr nicht machen, ist euch überlassen. Aber wenn ihr das Game zocken wollt, dann müsst ihr es eben machen. So, installiere the App.
Und dann gehen wir mal auf Öffnen. Und der wir sehen da, The Lord of the Rings, Heroes of Middle-Earth. Und ich bin echt gespannt, wie das gehen wird. Ja. Okay, dann haben wir es hier jetzt. Und starten es und ich freue mich so verdammt auf das Game, weil ich so 3 Jahre, glaube ich, Galaxy of Heroes gezockt habe, wie auch gefühlt jeder andere, der das Game hier spielt. Aber ich würde das auch spielen, wenn ich jetzt kein, ja gut, ich ohne Star Wars Fan, ich glaube, das geht gar nicht. Aber ich würde das Game jetzt unabhängig davon spielen, dass ich Galaxy of Heroes gezockt habe. Und ja, ich bin halt mega gespannt, wie das wird. Ein paar Videos habe ich gesehen, ihr dürft meinen Geburtstag sehen, könnt ihr mir dieses Jahr gerne noch mal gratulieren. 19.08.98. Ja, und dann muss ich noch ein paar Kleinigkeiten runterladen. Und dann gucken wir uns gleich die ersten 5 bis 10 Minuten, würde ich sagen, an, wie ich das Game zocke. Gibt ein kleines Review und ja, dann bin ich gespannt, wie das Game wird. Ihr könnt auch währenddessen meinem Discord-Server beitreten, während das Ganze bei euch herunterlädt. Einmal den Link in der Beschreibung anklicken, dann kommt ihr direkt auf meinen Server oder RemusGT Hashtag 3009 adden und dann bin ich auf eurer Freundesliste und ihr seid auf meiner. Übrigens, ihr könnt mein erster Kumpel auf Discord sein, denn ich habe gar keine Freunde. Nein, just kidding. A new ring. How did it come to you? Why? Did it choose you? The power to bridge time itself. The power to challenge terrible evil. You have the strength to command heroes. The will to resist corruption. Shape the course of Middle-earth before it's too late. But when your enemy surrounds you, will you bow to temptation? Will you stumble into darkness? Or will you fight? Against this enemy, there is only one choice. Submit or rise. One last star before endless night. One last hope for Middle-earth. Okay, dann mal direkt ein kurzes Feedback zu dem Trailer. Also erstmal finde ich es episch und auch dramatisch gestaltet, von der Musik, von der Stimme her richtig nice. Ja, ich hatte gehört, dass es möglicherweise das Game einmal kurz nach dem ersten Mal starten einmal kurz geschlossen wird. Aber die Grafik, das hört ihr auch, glaube ich, bei jedem anderen. Die Grafik, wie, was habt ihr gemacht? Das muss sich noch ändern, weil auch der Trailer, das ist ein gerenderter Trailer, auch der könnte grafisch höhere Ansprüche gerecht werden, finde ich. Vor allem für Mobile Games sieht man auch immer wieder richtig krasse Trailers. Und da fühlt man sich wie bei einem PlayStation 1 Game. Also, ja, das würde mich jetzt nicht ganz so überzeugen, wenn ich kein Herr der Ringe Fan wäre, was natürlich nicht der Fall ist und auch nie der Fall sein wird. Aber da könnte man auf jeden Fall nochmal eine Schippe oben drauf legen. Ich hoffe, da kommt noch was. Wie gesagt, das Game ist in Early Stage. Aber so ein Trailer, da könnte durchaus noch ein bisschen mehr reingepumpt werden. Ich mache die Musik ein bisschen weiter. Auch hier sehen wir jetzt: Helm's Deep is under attack. You must defend the fortress at all costs. I will see it done. It is said that no foe has ever taken the Hornburg if it is defended. Who are you? Strange, you bear a ring that is unknown to me. You carry a great power, ring bearer. Wield it and aid us in battle. They've reached the walls. Legolas sends his orcs crawling back to Isengard, to Isengard. They will not see it. The dawn, my count, is now 24. Okay, dann gehen wir hier in den ersten Fight gegen Dunlanding Warriors. Mit einer Truppe bestehend aus Strider, ich glaube, das ist, da hinten ist Legolas, hier vielleicht Gimli. Ja, hier haben wir die Fähigkeiten, wenn wir sie anklicken, dann sehen wir hier so einen kleinen Pop-up, können uns auch noch den Charakter hier ein bisschen aktive Effekte genauer anschauen.
Was ich richtig cool finde, auch hier so eine richtig schöne Übersicht. Als Galaxy of Heroes Fan muss ich sagen, das könnte GOH gebrauchen. Sieht bei ihm nach viel Crit aus. Hier vorne haben wir vielleicht so ein paar passive Effekte, genau. Und dann gehen wir einfach mal in den Fight. So, dann ist auch jeder von den anderen schon mal weg. Erst im Wave completed. So, hier kämpfen wir auch schon gegen die nächsten. Those are Cave Frogs from the Misty Mountains. What are they doing here? Das sind richtig coole Animationen, muss ich sagen. Auch wenn wir uns das jetzt anschauen. Von Strider. Sehr cinematisch, finde ich cool gemacht. Kamerabewegung, sehr gute Animation von Movements. So, auch hier sehen wir, kriegen wir dann Effekte. Ganz cool gemacht. Ich denke mal, dass man später die Geschwindigkeit auch anpassen kann. Und dann haben wir hier jetzt, den können wir hier, glaube ich, anklicken. Das ist Eomer. Okay, kennen wir aus dem Film. Kann man sich richtig schön durchlesen. Echt cool gemacht. Eomer wird von... Oh Mann, jetzt muss ich kurz überlegen. Von dem Schauspieler gespielt, der auch in The Boys ist. Ich habe den Namen sowas von auf der Zunge. Scheiße, ich komme nicht drauf. Na komm, Karl Urban, doch. Da habe ich es. Karl Urban. Und der haut... Wie geil ist das einfach? Guckt euch mal diese Animation an. Wenn das auf Automatic gespielt wird, dann hat man hier wie so einen Film. Also ganz ehrlich, das sieht richtig geil aus. Und hier haben wir dann Gimli Fellowship. Ist dann logischerweise ein Tank. Müsste hier auch stehen, genau. Finde ich echt cool, aber so die Grafik, die könnte noch ein bisschen was haben. Hier finde ich, sieht das sogar noch alles ganz okay aus. Ich habe aber ein paar Gameplays gesehen. Hier. Wow, what is this? Wie geil ist das denn? For real. Aber so ein paar andere Sachen habe ich gesehen. So Gras später sieht nicht ganz so nice aus. Aber hier okay. Ich denke mal, da kommen noch ein paar Änderungen. Hoffentlich. Nazgul, the Nazgul have come. Something is gravely wrong. We cannot weather the strength of both Isengard and Mordor. None can withstand the might of Sauron. Okay. Das ist einer, den ich nicht gerne entgegentreten müsste. Solbolz. Leute, jetzt wollen wir fighten. Okay, ist hier gerade alles auf so eine Art Automatic. Den haben sie weggeballert. The Ravenous Gloom. Hauen wir mal mit einem Streicher weg. Nicht ganz. Alright, dann darf der hier noch einmal reinhauen. Hier kann man sich auch die Gegner mit den ganzen Fähigkeiten anschauen. Dann kann man einfach mal pausieren und angucken, was das für Gegner sind, welche Fähigkeiten sie haben und dementsprechend auch reagieren. Finde ich echt cool. So, mal sehen, was das genau war. Eomer. So, dann haut der den Ravenous Gloom weg und The Southern Shadow is left. Sehr coole Sache. Lasst auch gerne einen Kommentar da, ob ihr gerne mehr von dem Game sehen wollt. Auf Deutsch. Ich denke mal, es wird nicht so viele Deutsche oder YouTuber geben, die auf Deutsch zocken werden. Ringbearer, I do not know what has gone wrong, but your arrival is more than a chance. Your ring's power is beyond that of Middle-earth, and with it you can shape the curse of history. I too have strayed beyond thought and time, and have wandered far on roads that I will not tell. But now you must travel these roads alone. Use your ring to find and aid Aragorn in a different time. See to it that Frodo's quest does not fail and save Middle-earth. Victory! Okay, das war dann der erste Kampf. Wir kriegen 45 Strider oder Aragorn Splitter. Und dürfen uns jetzt in die wahrscheinliche Taverne begehen und uns mit Google Play einmal kurz connecten.
Übrigens, wenn ihr euch irgendwelche Items, ja, dürft ihr alles. Komm, hier, Keto. Yes! kauft, also jetzt im Shop, sagen wir, ihr gebt 5 Euro aus, dann kriegt ihr zu Game Release 25% oben drauf. Wahrscheinlich in Kristallen, würde ich jetzt erstmal schätzen. Kann sein, dass ihr dann einmal Aragorn kriegt und dann 25% in Splitter, irgendwas, keine Ahnung. Ja, klicken wir einmal drauf. Summon Aragorn und dann fügen wir ihn in unsere Collection. Oh, a nice addition to my collection. So, summon. So, und was wir auch direkt sehen, ist eine richtig coole Umgebung hier. The mysterious chieftain of the Dúnedain and leader of the Rangers of the North, Strider, is a well-rounded attacker who excels at fighting orcs and protecting his allies. Okay. We will need an army to save Middle-earth, but more will join us in time. Now, let's get back into the fight. Okay. Ja, er muss ja immer noch ein bisschen was runterladen. Halala, was gibt's? So, hier können wir in die Lightside-Kampagne gehen. Das heißt, es gibt eine Lightside-Kampagne, Darkside-Kampagne und wahrscheinlich noch Herausforderungen, PvP, Gilden, Raids und wahrscheinlich noch mehr to come. So, wir gehen mal in den Battle rein, der noch hier ins Tutorial mit hinzugehört. Ich packe das mal hier in Vollbildschirm. Ich glaube, das dürfte niemanden stören. Ja, wie gesagt, Spiel über BlueStacks 5. Gerne runterladen und dann halt wie in der Tutorial hier machen. Sowas hier finde ich richtig cool. So die kleinen Cinematics immer wieder. Das zeigt, dass sie sich auf jeden Fall Mühe geben, da etwas. Boom! Auf die Banner zu stellen. Nice! So. Finde auch ganz interessant, dass sie eine Neuinterpretation der Charaktere gemacht haben, also nicht direkt an die Filme rangehalten haben. Was ich mir vielleicht trotzdem ein bisschen gewünscht hätte, aber naja. Ha! Still faster than you, Chiefling! How goes your labor? The goblins come in great number. A shadow drives them forward, but we do not know its purpose. Then we must make haste. I am seeking a hobbit by the name of Frodo Baggins. Ambush! The goblins are upon us. Do it. Good, the kid. Good. No, I cannot. Yes, you will. Alright, never mind. So, hier haben wir dann hier diese Auswahl, die ich ehrlich gesagt nicht ganz so optimal finde. Also diese Säulen sehen so ein bisschen, ich weiß nicht ganz so nice aus. Wenn das Türme wären, so richtige Türme, wäre das vielleicht cooler. Oder vielleicht so eine, so eine Wall. Ich weiß gerade nicht, wie es auf Deutsch heißt. Und dann sind die da so nebeneinander oder so. Weiß nicht. Ich glaube, es könnte da eine coolere Variante geben. Aber okay. Squad Power 86, Total Synergy 9. Das richtet sich dann wahrscheinlich danach, welche Zugehörigkeiten sie haben. Also Lightside, was weiß ich. Dúnedain, solche Sachen. Shire, Fellowship, sowas. Und dann gehen wir mal in den nächsten Fight rein. Und ja. Dann mal gucken. Setting up Special Effects. Okay. Mal sehen, was hier für Special Effects kommen. Okay. So hier zum Beispiel. Also mit dem Gras hätten sie sich vielleicht ein bisschen besser, ja, überlegen können, weil das hier aussieht wie so ein Teppich. Also es könnte halt schon ein paar Tweaks bekommen, aber ja. So, hier können wir halt den Gegner anvisieren, den wir wollen. Sehen wir auch direkt den Namen, was ich ganz cool finde. Hier oben sehen wir den Gegner, können die Attacken sehen, die Zugehörigkeiten oder Kategorien, wie wir sie nennen werden. So, hier haben wir diese Fähigkeit und hauen wir mal raus, kriegen dann auch Stealth, das heißt, sie wird unsichtbar. Kann somit nicht attackiert werden. Genau. Oh, genau. Jetzt klicken wir mal drauf. Und wenn wir jetzt hierauf gehen, dann sehen wir ihren Effekt. Stairs ist grün. Das ist ein Buff, also was Gutes. Rot wäre was Negatives. Zum Beispiel, keine Ahnung,
Sie ist gehindert und kann eine Runde lang nicht angreifen und die anderen, keine Ahnung, was das sein soll. So, okay. Dann haut Aragorn mal einen schönen Cinematic raus. Finde ich nice. Finde ich echt nice. Man will ja nicht nur Böses sagen. So, dann Halberad ist, glaube ich, jetzt auch nochmal mit einem Cinematic. Ah, okay, ist ein Healer. Okay. Hätte ich vielleicht mal Feuer durchlesen sollen. Okay. Der Boy kriegt ab. Ich hoffe, dass man die Geschwindigkeit später halt auch wirklich anpassen kann. So auf 2-3 Mal schneller. So. Gut, hier sehen wir auch immer praktisch den Turnmeter. Das heißt, dass wir noch 2 Runden warten müssen oder eine. Müssen wir gleich herausfinden. Bis man die Attacke wieder auswählen kann. Das heißt, wenn es wahrscheinlich die 3 voll sind, dann kann sie wieder. Oder wenn, weiß ich nicht was, ob die Orangenen voll sein müssen oder die Grauen. Werden wir gleich sehen. Finde ich auch ganz okay. Genau. Werden wir ja gleich sehen. So, hier dieses Blaue ist übrigens der Turn. Ne, das ist der Turnmeter und das andere ist der die Abklingzeit. Meine Güte. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Turnmeter ist praktisch, wann die Person wieder angreifen kann. Das heißt, wenn der blaue Balken voll ist, grün ist natürlich Gesundheit, dann kann er angreifen. Hier zum Beispiel, der braucht noch ein bisschen, bis sich das gefüllt hat. Es gibt auch Fähigkeiten, sicherlich, mit denen man das beschleunigen kann. Oder wenn der angreift, dann füllt sich seiner, wie auch immer, irgendwelche Synergien. Und das ist die Abklingzeit. Cooldown. Ja, genau, jetzt haben wir es. Muss man mal überlegen. So, jetzt kann sie zum Beispiel, genau, wenn die 3 Orangen dann voll sind, dann kann sie wieder reinhauen. Boom. Das heißt, der dürfte gleich auch wieder. So, dann haben wir den hier gleich vielleicht weg. So, press and hold the icon above the character to see more. Okay. Ja gut, das haben wir ja gerade schon gemacht. Hauen den jetzt mal weg. Kaboom. Okay, und der nächste Goblin ist dann demoralized. Jetzt will ich mal sehen, was das hier für einer ist. Jetzt klicken wir da mal drauf. All growth stats decreased by 10. Okay, und das bleibt für eine Runde. Also one turn. Okay. Dann denke ich, dass wir hier gleich durch sind. Hier zum Beispiel habe ich das auch gesehen. Hier können sie vielleicht mal jubeln oder so. Hier kriegen wir unsere ganzen Items. Finde ich ganz. Sieht echt cool aus. Also das geht echt ab. Ja. Bin mal echt gespannt, wie sie das Game entwickeln werden. Ist ja von Electronic Arts und Capital Games. Ja. Energie. Gildenenergie und Kristalle oder. Wie sie die auch nennen wollen. Vielleicht gibt es irgendwann mal Mithril oder vielleicht gibt es das schon. So. Okay. Dann können wir auch schon die nächsten alle machen. So. Oder nee, das möchte ich jetzt noch nicht machen. Nee, möchte ich nicht. Wir werden uns wirklich durchziehen, ne? Okay. Dann mache ich den Kampf einfach mal schnell selber durch. Welches ist Scheiße? Ich bin der Charge Project Full at all costs. We go with you, Kingsman Little Boy. Okay, haben wir alle, ja, okay, ich hoffe, das kann man auch mal ein bisschen schneller machen. Ich glaube, wenn wir die einmal durch haben, dann kann man automatisch spielen lassen, wenn man sie auf 3 Sterne gespielt hat, die Kämpfe. So, ich hoffe, das geht jetzt ein bisschen. Morgen, okay. Gut, dass sie die schon mal ein bisschen schneller. So, mal den hier mal. Goblin Assistant Cock? Bro, what? So, wenn ich den jetzt damit angreife, kaboom. Ja, gut. Heilen müssen wir jetzt sowieso noch nicht. Okay. Okay. Okay, den ballern wir hiermit weg und den nächsten machen wir beim nächsten. Wave 2 is about to be played. Okay,
Die können aber auch gerne mal den Hintergrund ändern, wenn sie nach vorne gehen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen, weiß nicht, authentischer, weil die gehen nach vorne und sind wieder bei der gleichen Ecke so. Also sind das jetzt Kleinigkeiten, vielleicht ein bisschen meckern auf hohem Niveau, aber muss man ja, oder? Muss man ja. Ist ja nicht böse gemeint. So. Ah, sehr gut. Den hat er verbrannt. Sehr schön. Das ist ein Healer. Hier sehen wir ein paar Statuseffekte. Ah, geil. So, wenn sie jetzt ihre Fähigkeit macht, hauen wir vielleicht beide weg. Oh, 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 direkt gekontert. So. Kaboom. Ich habe gehört, dass die Goblins zu Beginn ganz gut sein sollen und halt viel... Need more. ...ganz gute Synergien haben sollen. Complete a light campaign one. Okay, dann gibt es ein bisschen XP und so ein Stuff. Okay. Noch gespannt, wohin so die Story hinführt. So, wir sind Level gestiegen. Ich werde jetzt auch nicht jeden Kampf hier zeigen, wenn ihr es dennoch sehen wollt. So. Ja, ich habe das Game kurz auf Minimize gemacht, weil ich hier aus dem Vollbild gegangen bin. So. Dann sind wir hier in der Taverne. Und können unter Collection jetzt einmal... unseren Strider sehen. So, hier kann man hier ganz typisch zum Beispiel Gear ausrüsten. Das Game lädt immer wieder was runter und dann zack, was craften. Und equippen. Gandalf, the ring is still in your pocket. Excellent. Now return to the campaign map for the next step of your journey. Oh boy. Nein, die wollen einen echt dazu zwingen, ne? Okay. Dann mache ich das, werde den Kampf aber überspringen, weil es sonst das Video ein bisschen in die Länge ziehen wird für etwas, was ich jetzt nicht unbedingt zeigen möchte. Okay, dann kann ich euch endlich zeigen, was ich meine, denn jeder Charakter hat hier so einen Hintergrund. So, hier sehen wir jetzt so einen Hintergrund, welches wir dann halt selbstständig immer so drehen können, was ganz cool ist und auf jeden Charakter halt angepasst ist. Ist halt so eine ganz coole persönliche Sache. Ja, wir können jetzt zum Beispiel den Aragorn noch ein bisschen weiter leveln. So, leveln wir 110 und 80, ist immer ganz nice. So, okay, wenn wir jetzt alles equippen, sehen wir jetzt mal durch, dann können wir ihn auf die nächste Stufe mal, das ist ganz typisch so, kennt man, bam. So, dann sehen wir jetzt zum Beispiel hier im Store gleich verschiedene Packs und das war es, was ich meinte mit den 25%, die man dann oben drauf bekommt. So, einmal ganz kurz hier sowas, okay, ich denke mal, dass man hier dann eventuell rollen kann. Okay. I'll take it. So. Mal sehen, wenn wir kriegen. Ist das der eine Charakter oder ist es immer ein anderer? Okay, ich glaube, den kriegt jeder. Gut. Bam. Okay, dann haben wir da einen Charakter. Und dann gibt es hier halt solche Unlocks. Ja, muss man selbst entscheiden, gucken, ob man dafür Geld ausgeben möchte. Kristalle, Kisten, würde ich vielleicht erstmal nicht. Ja, alle 4 Stunden. Ziehen wir mal durch.
Oh. Sauron! Okay. Okay, Olokai. Nice. Alle 4 Stunden, das heißt ab jetzt Timer auf alle 4 Stunden. Scheiße. Hey Siri. Delta hört nicht mehr. Ich mach das wirklich. 4 Stunden. So. Ressourcen kann man sich auch alle kaufen. Also ich denke mal, am Ende wird es vielleicht eine Sparte geben, die Pay to Win, und dann gibt es dann die Leute, machen wir später. Ja, komm mal. Die halt F2P sind. Gibt's in jedem Game. Klar, das Game muss sich natürlich auch finanzieren. So, hier mal so eine schöne Rivendell-Hintergrundecke hier. Und da werden auch direkt Synergien gezeigt. Nein, ich möchte nicht. Hier, ich glaube, hier, wenn man das anklickt. Ah, okay, das ist Favorit, glaube ich. Okay. Ja, manchmal weiß nicht, wo man das genau machen kann, dass der Hintergrund hier entfernt wird, aber. Ah, okay. Gut, jetzt geht's irgendwie, keine Ahnung. Einfach ein bisschen hin und her tippen. Irgendwo, keine Ahnung. Ne, keine Ahnung. Okay, dann gucken wir uns gleich nochmal ein paar Sachen hier an. Nein, möchte ich. Okay, hier Goals, ein paar Aufgaben. Und ja, ich möchte eine Gilde gründen mit ein paar coolen Dudes zusammen. Am besten deutschsprachig, damit wir da so eine Einheitlichkeit haben. Gerne dann natürlich auch auf meinen Discord-Server kommen. Dann können wir auch gerne immer zusammen darüber diskutieren, zocken, bla bla bla. Und ja, kommt doch gerne dazu. Schreibt einen Kommentar, was auch immer. Okay, noch mehr Stuff. Geil. So, dann die nächsten Sachen. Gut. So. You never told me your name, Ringbearer. Natürlich heiße ich Remus GT. Ihr könnt mich auch gerne adden, wenn es hier sowas gibt wie eine Freundesliste. Also einfach adden Remus GT Change Name, so wie ich überall heiße. Okay. Hier kann man dann wahrscheinlich seine Best Guys ändern. Squad. Okay. Aber was mich wundert, ist, dass es nicht Fellowship heißt. Also, genau, mein Ally-Code habt ihr hier auch gesehen. Einfach genau, das ist es. Einfach adden. Ich nehme euch an. Genau. Alle Items, die man kauft, werden mit 25% extra oben drauf geaddet. So. Gilde sollte noch in Fellowship umbenennen, also Gefährten. Collection haben wir uns angeguckt. Inbox gibt es noch hier, also unser Postfach. So. Okay, dann freuen sie sich, dass wir dabei sind. Ja. Gut. Könnt ihr gerne pausieren und euch durchlesen. Ich mach's jetzt nicht. Kristalle, das wollen wir haben. Sehr schön. Okay, ich werde natürlich weiter suchen. Ich denke, das war jetzt ein Tutorial in erste 20 Minuten ungefähr geschnitten. Ja, wenn wir auf Play gehen, sehen wir die Lightside-Kampagne, die Shadow-Kampagne, die dunkle und dann die Daily Challenges. Das heißt, ab Level 19 jeden Tag die Daily Challenges ziehen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Ich finde, das Game sieht an sich ganz nice aus. So, zumindest das hier hat einen ganz coolen Effekt. Die Musik könnte vielleicht noch ein bisschen. Ich weiß noch nicht, ob mich das so ganz lotre Mittelerde zieht, weil Rise to War hat mich das zum Beispiel direkt mitgenommen, also richtig gut gezogen. Hier jetzt noch nicht so ganz, aber mal schauen. Diese Screenshots oder diese Arts finde ich ganz cool. Ja, sonst darf halt. Ja, und Ingame-Grafik können sie gerne noch ein bisschen die Texturen anheben und so weiter. Aber wir sehen mal, wie sich das Game verändert. Wir sehen uns beim nächsten Part. Kommentiert, abonniert, kommt auf meinen Discord-Server, ladet das Game über BlueStacks runter und ciao.